3, 2, 1. Spielen. Auflagen für diese Versammlung. Es ist untersagt, Kennzeichen des Vereins Konflikt mit Aktion GmbH und seiner Teilorganisation Konstruktion GmbH für die Dauer der Vollziehbarkeit des Verbots öffentlich in einer Versammlung oder in Stiftung, Ton- und Bildträgern, Abbildungen oder Darstellungen, die verbreitet werden oder zur Verbreitung bestimmt sind, zu verwenden. Liebe Versammlungsbehörde, ich habe eine Frage. Ist das nicht eine verbotene Werbung? Achtung, Achtung, das Freiheits-, Friedens- und Wahrheitsvirus ist ausgebrochen. Ja, die Wahrheit ist eine Tochter der Zeit und sie kommt immer ans Licht. Egal wie tief sie verborgen ist oder wie fest sie unter den Lügen begraben ist, ihre Strahlen werden durch die Dunkelheit dringen und die Welt erhellen. Und wir haben da ein kleines Video dazu, das ich euch gerne zeigen möchte. Die Vision haben, dass jeder irgendjemanden kennt, der an Corona verstorben ist. Die Menschen verwirrt, wie sie ohne Grund in Unsicherheit, Aufregung und Furcht versetzt, betreibt das Werk des Teufels. Sebastian Kurz hat in deinem Mann nicht gesagt, dass wir nicht lieben. Wir werden in Österreich, der Schweiz und Deutschland auch bald die Situation haben, dass jeder irgendjemanden kennt, der auf einer Querdenken-Demo war. Ja, ich habe das Motto für diese Versammlung gewählt, Einigkeit und Recht und Freiheit, weil in unserem Grundgesetz steckt so viel Weisheit und ich möchte mich an dieser Stelle nochmals bei den Müttern und den Vätern des Grundgesetzes bedanken, mit welcher Weitsicht sie gearbeitet haben. In unserer Nationalhymne heißt es, Einigkeit und Recht und Freiheit, und sie lautet nicht Uneinigkeit und Unrecht und Unfreiheit. Und Worte haben Bedeutung. Uneinigkeit führt zu Unrecht und zu Unfreiheit. Und bei allen Konflikten in unserer Bewegung sollten wir uns immer daran erinnern, dass wir ein gemeinsames großes Ziel verfolgen, und das ist das Leben in einer freien, harmonischen und selbstbestimmten Welt. Und deshalb möchte ich euch bitten, dies zu verinnerlichen und zu fühlen und zu erfahren, wie sich Einigkeit anfühlt. Erinnert euch an diesen Moment und speichert ihn in eurem Herzen. Liebe Caro, die Bühne gehört dir. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand.
Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. Im Glanze dieses Glückes ihr deutsches Vaterland. Im Glanze dieses Glückes ihr deutsches Vaterland. Nachdem es 75 Jahre lang nur provisorisch eingerichtet war, jetzt endlich richtig einzurichten und es endlich zur Verfassung zu erheben. Die zweite Entscheidung ist, vollumfänglich Volksabstimmung in der Verfassung zu verankern. Jedenfalls nicht für uns. Für unsere Politiker und für die Richter hat es die Verfassung zu sein. Sie sind verfasste Gewalt. Die Verfassung gibt ihnen den Rahmen ihres Tuns. Für sie hat das Grundgesetz die Verfassung zu sein, aber nicht für das Volk. Das Grundgesetz ist keine Verfassung, weil es nicht vom Volke eingerichtet worden ist. Es ist dem Volk 1949 nur gegeben worden. 1948-49, nach dem Totalzusammenbruch des Dritten Reiches, haben die westlichen Sieger und Besatzungsmächte den Deutschen in Westdeutschland den Auftrag gegeben, sich eine eigene Verfassung zu schreiben. Vorbereitung ist alles. Den Parlamentarischen Rat, der dazu berufen wurde,
war das aber unmöglich, eine Verfassung zu schreiben. Eine Verfassung sei nichts anderes als die in Rechtsform gebrachte Selbstverwirklichung der Freiheit eines Volkes. Das war das Ideal, welches die Mütter und Väter des Grundgesetzes den Wünschen der Besatzer entgegenhielten. Eine in Verfassung zu bringende Selbstverwirklichung des Volkes, der Freiheit eines Volkes, sei in einer Zeit, in der Deutschland besetzt war und die Deutschen keine Freiheit, die Besatzer aber Allmacht hatten und jedes Wort, das die Mütter und Väter des Grundgesetzes in den neuen Gesellschaftsvertrag zu schreiben beabsichtigten, erst von den Besatzern zu genehmigen war, nicht möglich. Deswegen haben die Mütter und Väter des Grundgesetzes den von ihnen ausgearbeiteten Gesellschaftsvertrag am Ende nicht Verfassung, sondern nur Grundgesetz genannt. Und auf eine Volksabstimmung zu dem gewissermaßen von außen reglementierten und ohne Volksbefragung hergestellten Werk verzichtet. Deshalb steht vorne auf dem Grundgesetz heute noch, heute nicht Verfassung der Bundesrepublik, es steht dort aber auch nicht Grundgesetz der Bundesrepublik, sondern es steht dort nur Grundgesetz für die Bundesrepublik. Was doch ganz was anderes ist. Und in seinem letzten Artikel, Artikel 146, heißt es, dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tag, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die vom deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tag, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die vom deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Dieser Artikel im Grundgesetz eröffnet die Möglichkeit für einen Great Reset von unten. Das Volk gibt sich als souverän selbst seine Verfassung, die ihm seit 1949, spätestens aber seit 1989, systematisch vorenthalten worden ist und löst damit alle Machtverhältnisse, die sich im bisher nur provisorisch ausgebildeten und jetzt extrem in Auflösung begriffenen Grundgesetz gebildet haben, auf. Doch so einfach ist das nicht. Mit dem deutschen Volk eine neue Verfassung auszubilden, führt sicherlich in eine Katastrophe. Denn es gibt ja in Deutschland das Gesetz, dass es schon unter nur drei Deutschen immer schon mindestens 5 verschiedene Meinungen gibt. Schon deshalb, vor allem aber auch, weil wir das Grundgesetz mit seiner Zentrumstellung von Achtung und Schutz der Menschenwürde und seiner unbedingten Verpflichtung auf echte Demokratie und echten Rechtsstaat für den bedeutendsten Verfassungsentwurf der Weltgeschichte halten, schlagen wir statt der Ausarbeitung einer neuen Verfassung die Erhebung des Grundgesetzes selbst zur Verfassung vor. Ich stimme zu. Ich stimme zu, das Grundgesetz der Bundesrepublik nach Artikel 146 zur Verfassung der Bundesrepublik zu erheben. Ja, nein. Steht deshalb als erste Frage auf dem Urabstimmungszettel, den wir als Start der Urabstimmung entworfen haben, der aber auch auf unserer Abstimmungsseite www.unsere-verfassung.de in digitaler Form zu finden ist. Nun ist das auch nicht ganz so einfach. Wenn man nur das Grundgesetz, wie es derzeit ist, zur Verfassung erhebt, erhebt man ja auch gleich alle Mängel, die es naturnotwendig hat, weil es ja noch keine vom Volk bestimmte Verfassung, sondern nur ein Provisorium sein konnte, mit zur Verfassung. Das heißt,
Man gibt nicht nur den Vorzügen, sondern auch den Mängeln des Grundgesetzes einen weitaus höheren Rang als heute. Oder anders gesprochen, wird dann auch viel Scheiße mit zu Gold erhoben. Damit dies nicht geschieht, haben wir in der zweiten von uns gestellten Frage auch gleich das Kernproblem des Grundgesetzes, das darin besteht, dass das Volk aus allen wesentlichen Entscheidungen, für die es letztlich aber voll zu bürgen hat, systematisch ausgeschlossen ist, mitbehandelt. Ich stimme zu, das Recht auf Volksabstimmung vollumfänglich in der Verfassung zu verankern. Ja, nein, heißt es deshalb in unserer zweiten Frage. Und in der dritten Frage heißt es, ich stimme zu, dass über die Inhalte der Verfassung nur per Volksabstimmung entschieden werden kann. Diese Abstimmung ist online unter www.unsere-verfassung.com zu lösen oder abzustimmen. Wenn wir das so machen, Zettel haben wir auch, wenn wir das so machen und genügend Stimmen zusammenkommen, dann bewirken wir einen Great Reset von unten. Und wenn wir dann auch noch eine verfassungsklärende Versammlung einberufen, deren Einberufung ebenfalls schon auf unserem Abstimmungsbögen steht, eine verfassungsklärende Versammlung, nicht eine verfassungsgebende Versammlung, wir haben ja das Grundgesetz zur Verfassung erhoben, dann tritt wie der Phönix aus der Asche, aus dem jetzt verfallenen Grundgesetz, eine Erneuerung der Bundesrepublik an ihren eigenen Idealen hervor. Was machen wir mit welchen Artikeln? Besatzungsregeln oder die Rechtsnachfolge, 133. Also in der verfassungsklärenden Versammlung, das kann ich kurz sagen, da werden die Bürger per Los gezogen in großen Mengen. Wir kriegen in der Mitte eine gute Moderation und da werden alle Fragen, die anstehen, die werden dann geklärt. Im Sinne von Artikel 1 und Artikel 20. Artikel 120 hat dann keinerlei Bedeutung mehr. Dann fehlt das Recht, dass Politiker für ihre Sachen haften müssen und alle diese Dinge, die müssen rein. Es sind unheimlich viele Dinge im Grundgesetz, die nicht stimmen, die in einer verfassungsklärenden Versammlung abgearbeitet werden müssen. Wer moderiert diese Erklärung? Das ist jetzt zu viel für die 10 Minuten, die ich habe. Ich habe nur eins für uns. Ich bitte euch, helft uns und stimmt ab auf der Webseite www.unsere-verfassung.com für eine Erneuerung der Republik. Jetzt kommt übrigens Ralf Ludwig. Hier keine Aufarbeitung gewünscht ist ja nachvollziehbar. Und Aufarbeitung wäre ja auch eine politische Aufarbeitung. Aufarbeitung würde ja bedeuten, einen Untersuchungsausschuss zu machen, eine Enquetekommission. Ihr seht ja, wie schwer sich die Politiker damit tun, aufzuarbeiten. Aber auch das ist natürlich nachvollziehbar. Warum sollten die Täter selbst ihre Taten aufklären? Das wäre das Gleiche, als ob die Polizei hier in Berlin nachher selbst bewerten darf, ob sie alles richtig gemacht haben oder nicht. Also frage ich, wo ist die mediale Aufarbeitung? Und ich will hier aber auch zwei Namen aus dem Mainstream nennen, die hier genannt werden müssen auf dieser Bühne und vor diesem Publikum. Und zwar sind das Jürgen Mladek, leider vor kurzem verstorben, der ehemalige Chefredakteur des Nordkurier. Und Simone Schamann. Simone Schamann arbeitet mittlerweile bei News und Simone Schamann hat schon für den Nordkurier die kritischen Fragen gestellt, die eigentlich der Mainstream hätte stellen sollen, als es noch nicht opportun war. Sie hat sogar eine Rüge des Presserats bekommen und jetzt genau zuhören.
Simone Schamann ist gerügt worden vom Presserat mit der Begründung, dass ihre Artikel dazu führen würden, dass die Impfbereitschaft in Deutschland sinken würde. Mir war bis dahin nicht bekannt, dass die Aufgabe des Presserates in Deutschland sei, darauf zu achten, dass es eine Impfbereitschaft gibt oder nicht. Was hat das Ganze mit Aufarbeitung zu tun? Wenn wir da hingucken, wer soll aufarbeiten? Ich habe ein eigenes Zentrum gegründet mit einigen Kollegen, das heißt Zentrum zur Aufklärung, Aufarbeitung, juristischen Verfolgung und Verhinderung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Viele sagen immer, warum Verbrechen gegen die Menschlichkeit? Weil das, was wir hier erlebt haben, waren Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Es sind Menschen verfolgt worden. Ärzte werden heute noch verfolgt. Ärzte werden ins Gefängnis gesperrt dafür, dass sie ihrem Job nachgekommen sind. Mein Kollege Rainer Föhlich sitzt in Göttingen im Gefängnis. Auch er, ein großer Aufklärer. Aufarbeitung kann es nur geben, wenn wir die politischen Verhältnisse ändern. Weil diese politischen Verhältnisse, die wir haben, in der wir die Macht einfach abgeben, werden nie zur Aufarbeitung führen. Weil, wie gesagt, dann würden die Täter selbst aufarbeiten. Niemand kann doch davon ausgehen, dass diejenigen, die diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben, dass die sich hinstellen und sagen, ja, wir sind es gewesen. Und jetzt möchten wir uns selbst vor das Gericht stellen, vor die Richter, die wir selbst ausgewählt haben, vor die Staatsanwälte, die wir selbst ausgewählt haben, dass die darüber richten, ob das, was wir gemacht haben, richtig oder falsch war. Die Richter, die vor 3 Monaten, bevor die RKI-Files geleakt waren, mir allesamt immer noch gesagt haben, die haben doch damals alle alles richtig gemacht. Diese Richter sollen jetzt auf einmal Aufarbeitung machen, auch das wird nicht funktionieren. Es wird nur dann funktionieren. Und der Ralf Böß hat es gerade angekündigt und ich bin mit Ralf Böß mit ganz vielen einer Meinung und guckt euch gerne die Webseite an, die er genannt hat. Ich glaube, wir müssen über die Bundesländer gehen. Wir haben nämlich in jedem Bundesland eine eigene Verfassung. Und da es eigene Verfassungen sind, ermöglicht jede der Verfassungen im Bundesland, dass wir diese Verfassungen ändern. Wir haben die Macht in der Hand, ihr wisst es nur nicht. Rainer Mausfeld sagt immer, da sind ganz große Illusionisten am Werk. Wir leben in einer Demokratie-Illusion und es wird behauptet, wir hätten eine Demokratie. Dabei haben wir nur eine repräsentative Demokratie. Und eine repräsentative Demokratie ist eigentlich nur die Verschleierung, dass wir noch in einer Aristokratie oder in einer Oligarchie leben. Aber eine repräsentative Demokratie. Eine repräsentative Demokratie ist das Gegenteil von Demokratie. Weil das Einzige, was die repräsentative Demokratie euch erlaubt, ist, dass ihr diejenigen, die euch beherrschen, alle 4 Jahre auswählen dürft. Aber auch nur aus einem kleinen Kreis derjenigen, die euch beherrschen. Ihr habt überhaupt keine Chance, über die Inhalte der Politik, über die Maßnahmen der Politik, über die Regeln der Politik zu entscheiden, obwohl ihr und ich die Bevölkerung dieses Landes seid. Das heißt, wir können aber in den Bundesländern diese Macht an uns greifen. Es ist eine Machtfrage. Wir als Bevölkerung haben die Machtfrage zu stellen, nach dem, was wir in den letzten 4 Jahren erlebt haben. Und wenn wir es nicht tun, wir haben es jetzt gerade gesehen mit dem Verbot des Magazins, dessen Namen wir nicht nennen dürfen, weil wir sonst gegen Auflagen verstoßen. Völlig egal, was inhaltlich in diesem Magazin steht. Staat die Presse zensiert, gibt es keine Aufarbeitung. Dann gibt es nur Herrschaft und dagegen müssen wir uns gemeinsam wehren. Ich fange an. Ab morgen tue ich mit dem ZAF-Mobil, das steht da, vom 4. August, also von morgen bis zum 22. September durch Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Ich toure durch die 3 Länder, weil dort auch jeweils Landtagswahl ist. Und ich möchte die Menschen ermutigen, in diesen Ländern ihre Verfassung zu ändern und zu sagen, in Zukunft wollen wir als Volk, und merkt euch dieses Wort,
die Endentscheidungskompetenz haben. Wir wollen jede Entscheidung der Politik hinterfragen, behindern und verhindern können. Das ist das Recht, was Sie dazu haben. Und dann werden Fragen kommen, von hier kann zu antworten. Dann ist es auch völlig egal, ob es eine Besatzung gibt oder nicht, weil wir Menschen die Macht in die Hand nehmen. Und jetzt zum Abschluss möchte ich nochmal sagen, viele Menschen, achso, ich soll noch sagen, dass am ZAV-Mobil auch viele Mitarbeiter von uns stehen, viele Helfer stehen, da gibt es Flyer, Postkarten zum Beispiel auch zum WHO-Vertrag, da wird sicherlich heute noch drüber berichtet, über den WHO-Vertrag. Ich werde häufig gefragt, wie schafft ihr es eigentlich, immer wieder auf die Bühnen zu gehen, immer wieder durch die Länder zu tun, immer wieder da zu sein, die Gerichtsverfahren zu machen, wie schafft ihr es, diese Kraft zu haben und immer weiterzumachen? Ich will eins sagen. Für mich gibt es gar keine Alternative dazu. Es ist unsere Zukunft. Es ist die Zukunft unserer Kinder und es ist die Zukunft unserer Enkelkinder. Und entweder überlassen wir die Zukunft anderen oder wir nehmen sie selbst in die Hand. Und das stellt sich für mich, da gibt es für mich überhaupt keine Frage, wir nehmen diese Zukunft selbst in die Hand. Und ich möchte jetzt noch zum Schluss einen Kollegen auf die Bühne bitten, ein wunderbarer Kollege, den ich vor 4 Jahren kennengelernt habe, der die Anwälte für Aufklärung mitgegründet hat. Ein Kollege, der, was ich sagen muss, auch seine Gesundheit in Gefahr gebracht hat, um immer wieder für euch da zu sein. Die meisten kennen ihn. Dirk Sattelmeier, komm auf die Bühne, das ist der Frieden. Und ich möchte gerne für Frieden und Freiheit rocken. Seid ihr dabei? Ihr seid die Stars und ich will, dass ganz Berlin an der Siegessäule hört, was wir machen. Wir stehen für Frieden, für Liebe, für Zusammenhalt und für Menschlichkeit. Habe ich recht? Und wir wissen, dass wir Opfer wurden und die es noch nicht realisiert haben, eine Schweigeminute einzurichten, und zwar jetzt. Bitte also uns alle, euch alle, einen kurzen Moment des Gedenkens an alle Opfer. Die Minute werden wir genau jetzt beginnen.
Ich danke für diesen Moment der Stille. Ich sehe hier extrem viele, extrem starke Menschen, die das Team, die mich, die alle, die hier sind, seit Jahren begleitet haben auf vielen Demonstrationen. Starke Menschen entstehen in schweren Zeiten, sagt man. Mach noch auch mein Material nebenbei. Weil mein YouTube, seitdem wir bei Prison Platte veröffentlicht haben, ist mein YouTube nicht mehr mit angesprochen. Warum auch immer. Bild und Ton, super, sagt der Micha bei mir. Ich halte jetzt mal ein bisschen weg, wir sind nicht hier.